habe jede Feder einzeln angebracht. Es hat buchstäblich ewig gedauert. Oh, das sind hufgekreuzte doppelte Stiche. Oh, und sie sind perfekt. Wen interessiert denn eine perfekte Naht? Niemand braucht Federn auf dem Kopf. Oh. Oh je. Meine Schwester wollte ihrem Hut auch Flair verleihen. Und was hat es gebracht? Eine Stunde Arbeit, um die Äpfel vom Boden aufzuheben. Ein guter Anfang, aber es braucht mehr. Nein! 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 Ja! Also ich würde diesen nehmen. Nein, diesen! Was ist so lustig? Was? Oh nein, es sind dieselben Gürtel. Der verändert vollständig den Look und dieser vervollständigt ihn. Ist ein Scherz, oder? Ist alles okay? Sie haben eine Meinungsverschiedenheit wegen dieser beiden Gürtel. Oh, die Wahl ist nicht leicht. Nein! Es gibt keine Wahl. Es sind haargenau die gleichen Gürtel. Oh, das ist doch albern. Mode ist so lächerlich. Das hast du nicht gesagt. Und ob. Tut mir leid, aber das ist meine ehrliche Meinung. Oh, ich wäre niemals hergekommen, wenn ich gewusst hätte, dass wir hier so beleidigt werden. Wir gehen. Nein, bitte. Komm zurück. Die sind raus? Dann bin ich auch raus. Ich bin nicht Designer geworden, um zweckmäßige Kleidung zu entwerfen. Ich will Eleganz und Drama erschaffen. Und das ist buchstäblich das Gegenteil. Ich meine, ich kann gar nicht mal mehr. Ja. Nein. Was? Aber ich war doch nur ehrlich. Stopp! Ihr könnt aufhören! Es gibt keine Show! Ihr könnt alles abbauen! Rarity, was ist denn? Ist alles okay? Nein, das Gegenteil von okay! Die Jury ist fort, die Designer sind ausgestiegen, die Show ist gecancelt! Alle meine guten Intentionen zerstört! Und es ist allein Applejacks Schuld. Wieso bist du sauer auf mich? Ich habe doch nur gesagt, was ich dachte. Und deshalb wolltest du mich doch als Jurorin, weil ich ehrlich bin. Ja, natürlich, aber du hast gesagt, dass Mode lächerlich ist. Weil ich das nun mal finde. Ich will einfach nicht lügen. Komm mal mit. Rarity, was für eine nette Überraschung. Hallo, Strawberry Sunrise. Das ist Applejack. Würdest du ihr bitte mal sagen, was du über Äpfel denkst? Mag ich gar nicht. Was? Wieso? Sie sind knackig, sie sind süß, sie sind köstlich. Sie sind keine Erdbeeren. Du hast recht. Äpfel sind besser als Erdbeeren. Naja, wenn du mit besser als ekelhaft meinst. Oh, du solltest dich lieber entschuldigen. Oh, tut mir leid, dass du dauernd in diese faden und mehligen, wurmigen Dinger beißt. Oh. Was? Oh. Applejack, wieso bist du so wütend? Das ist Strawberries ehrliche Meinung, oder? Was ist denn falsch daran? Naja, sie muss Äpfel ja nicht mögen. Aber wenn sie wüsste, wie hart wir dafür arbeiten, wäre sie nicht so gemein und würde nicht... Oh. Oh, wei. Mhm. War nicht so gut, oder? Nein, das war überhaupt nicht gut. Es tut mir so leid, Rarity. Ich wollte unbedingt immer ehrlich sein. Jedoch habe ich nicht daran gedacht, wie sich andere dann fühlen. Ich bin echt ein fauler Apfel. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du dich entschuldigst. Doch schade, dass du das jetzt erst erkennst. Die Modenschau ist ruiniert. Ich brauche auch solche Träger. Das ist die beste Art zu reisen.